Ja, so wird hier Skat gespielt. Aber feste! Und jetzt geh noch mal. Da beißt er auf Granit. Und wie ist er denn? Der wird wohl noch kassiert. Gut, den von hinten. Den kann ich. Aber ich besser. Dann Feuer. Hallo, wer gibt's denn? Wie ein schönes Bier. Ich werde mir gestatten, es dir höchstpersönlich zu servieren. Ohne Aufschlag. Ja, ist gut. Na, wie war's denn? Erzähl doch mal, Erich. Ja, mal. Und wie hat's denn Inge gefallen? Ach, du hast deine Tochter mitgenommen. Ja, das Mädel kommt ja sonst gar nicht raus. Ja. Nur ein Wort. Und ich hätte mich gern geopfert. Du kommst doch früh genug in der Patrouille. So, mein lieber Winter, das wird dir aber schmecken. Bei meinem Durst. Na, erzähl doch mal, was los war. Na, du lasst mich doch erst mal wenn trinken. Wenn du nicht richtig spielst, das kannst du 72. Prost, allerseits. Prost. 72. Prost. Wenn du willst, kannst du auch doppelt. Na, das war so. Ihr wisst ja, wir sind mit Werner Gärtner in seinem roten Bus losgefahren. Gärtner hat da noch ein paar andere bei sich, die mit von der Partie sein wollten. Aber ganz entschlossen waren wir alle noch nicht. Ja, ja, das kann man schon verstehen. Mein Bier, Elli, süßes Kind. Ich verdurste. Ich komm schon. So, du gibst. Ja, ja. Und wer bezahlt diese Lage? Das wissen wir noch nicht. Pass auf, du Sackkind. Man kauft ja schließlich nicht die Katze im Sack. Das war's nicht. Na, wir waren gespannt, was Gärtner uns zeigen würde. Zunächst ging es über die Autobahn. Man ist immer wieder überrascht, wenn man auf einmal zwischen den Äckern und Kornfeldern große Zechen und Industrieanlagen sieht. Unterwegs sahen wir auch schon manches bekannte Gerät aus Neuss. Großen Eindruck machten auf uns die Rheinbrücken und der Kölner Dom. Und dann ging es weiter nach Düsseldorf. Eine halbe Stunde später waren wir schon auf der Kö. Dann fuhren wir auf die andere Seite des Rheines, über die Südbrücke nach Neuss, wo wir ja hin wollten. Übrigens ist Neuss eine hübsche Stadt. Sehr. Schön, schön. So, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Herr Patrick. Lieber Gärtner, meine Herrschaft, die International Harvester Kompanie freut sich, dass Sie unser Werk in Neuss kennenlernen wollen. Bitte kommen Sie mal hier herüber. Wir liegen hier, wie Sie an unserem Modell sehen, im Neusser Hafengelände auf einer Halbinsel. 1909 wurde unser Werk erbaut und hat sich immer weiterentwickelt. Es ist eine kleine Stadt für sich geworden. Das Werk wurde im Krieg zu etwa 65% zerstört. Aber heute steht der Betrieb größer und moderner da als je zuvor. Die IH befindet sich aber nicht nur in Neuss.
Sie hat 36 Fabriken in aller Welt und ist in jedem Land der Erde außer den Ostblockstaaten vertreten. Die weltweiten Erfahrungen unseres Unternehmens werden natürlich auch in Neuss ausgewertet. Hier in unserer Konstruktions- und Versuchsabteilung wurden zum Beispiel die McCormick Dieselschlepper entwickelt, die speziell für deutsche und mitteleuropäische Verhältnisse gebaut werden. Zur Gesamtorganisation gehört aber noch weit mehr. Zum Beispiel ein leistungsfähiger Ersatzteil- und Kundendienst. Unser Ersatzteildienst ist bekannt für schnelle und zuverlässige Erledigung aller Kundenwünsche. Man kann zum Beispiel heute noch Ersatzteile für Maschinen haben, die vor mehreren Jahrzehnten gebaut wurden. Sagen Sie mal, wie viele Leute arbeiten denn eigentlich hier? Fast 5000 Menschen beschäftigen wir, von denen über 800 schon mehr als 25 Jahre bei uns sind. In diesem Zusammenhang will ich Ihnen auch gleich eine andere Zahl nennen. Und zwar, wir haben ebenso viele Elektromotoren in unserem Betrieb wie Mitarbeiter. Ach, so viele? Dann müssen Sie einen ungeheuren Stromverbrauch haben. Das kann man wohl sagen. Also, wenn Sie so viel Strom verbrauchen, was verarbeiten Sie dann wohl an Eisen? Oh, nicht nur Eisen, Herr Winter. Nein, auch Kohle, Stahl und viele andere Materialien sind für unsere Arbeit unbedingt notwendig. Ein großer Teil kommt aus dem benachbarten Ruhrgebiet. Zuerst gehen wir ins E-Werk. Das E-Werk wurde 1955 erbaut. In diesem Kraftwerk laufen zwei Gegendruckturbinenaggregate mit einer Leistung von 720 Kilowatt und 1600 Kilowatt. Wir gehen jetzt ins Kesselhaus. Hier nebenan. Zur Erzeugung des Dampfes dienen zwei Hochdruckkessel mit automatischer Feuerung, die mit Rohbraunkohle beheizt werden. Wenn Sie mal reinsehen wollen. Rohmaterial zur Erzeugung unseres Gaugusses. Nach einem Rezept des Laboratoriums werden verschiedene Sorten Schrott und Masseln auf einer Gattierungswaage ausgewogen. Anschließend werden Koks und mineralische Zuschläge beigesetzt. Das genau dosierte Material wandert zunächst unterirdisch und dann durch eine vollautomatische Hebevorrichtung in den Heißwindschmelzofen. Weißt du, Vater, das sind ja kolossale Anlagen hier. Ja, ja. So habe ich es mir auch nicht vorgestellt. So, jetzt werden wir in die Gießerei gehen und uns den Schmelzofen von der anderen Seite ansehen. Bitte schön. Das Eisen wird bei einer Temperatur von etwa 1400 Grad Celsius geschmolzen.
In unserer Gießerei, die übrigens zu den 10 größten der Bundesrepublik zählt, gibt es eine Groß- und eine Kleinteilfertigung. Kernmacherei werden auf Spezialmaschinen unter anderem die Kerne für die großen Gussteile, wie zum Beispiel Motorblock, Getriebe und Kupplungsgehäuse, aus Flusssand und einem Bindemittel geformt. Eine Rollbahn bringt diese Kerne zum Trockenofen. Durch den Anstrich wird später eine saubere und gute Gussoberfläche gewährleistet. Rüttelformmaschinen haben den Unterkasten hergestellt, in den der Kern eingesetzt worden ist. Durch eine Einstellvorrichtung wird der Kern sorgfältig zentriert. Auf einer anderen Rüttelformmaschine wurde inzwischen die obere Hälfte der Form hergestellt. Sobald der Oberkasten aufgesetzt ist, erfolgt der Abguss. Weitgehend mechanisiert ist zum Beispiel die Fließbandfertigung großer Gussteile. Auf 2 Drehscheiben für die oberen und unteren Formhälften stehen 8 Formmaschinen mit Metallmodellen, die vor jedem Formvorgang gereinigt werden müssen. Durch eine Schleudervorrichtung wird der Formsand aus einem hochgelegenen Bunker in die Formkästen geschleudert. Ober- und Unterkasten werden zusammengesetzt und rollen zur Abgussstelle. Nach dem Abguss durchwandern die Formkästen langsam den Kühltunnel und werden danach auf einem Schüttelrost ausgeleert. Diese noch warmen Gussteile wandern über eine Hängebahn zum Abkühlen und schließlich in die Putzerei. Im Putzhaus werden die Gussteile mit Stahlsand gereinigt. Die Qualität des Gusses wird ständig im Laboratorium überwacht. Dazu gehört auch die chemische Analyse am Kohlenstoff- und Schwefelbestimmungsapparat, wie Sie hier rechts sehen. Am Mikroskop erfolgt die Untersuchung des Gussgefüges in 500-facher Vergrößerung. Auf einer Zerreißmaschine wird die Stahlfestigkeit geprüft.
Stahlbleche von 9 mm Stärke schneidet diese Schere wie Papier. Schmiederohlinge aus harten Spezialstählen werden auf das erforderliche Maß gebracht. Mit einer Kraft von 860 Tonnen zerschneidet diese Knüppelschere automatisch 120 mm Quadratstahl auf Schmiedelänge. Im elektrischen Induktionsglühofen werden diese Knüppel in kürzester Zeit auf Schmiedetemperatur gebracht und auf wuchtigen Hämmern geschmiedet. In dieser Halle werden die verschiedensten Blechteile geformt. Tiefziehpressen prägen mit 400 Tonnen Druck Kühlerverkleidungen. Selbst die Schlepperfelgen werden im Neusser Werk hergestellt. Teile, so werden auch die Felgen von der Inspektion gründlichst überprüft. Glühende Stahlplatten werden mit einem Druck von 500 Tonnen zu Radschüsseln gepresst. In unserem Neusser Werk werden außer Schleppern und Landmaschinen auch alle für die Serienfertigung notwendigen Werkzeuge und Geräte hergestellt. Hochqualifizierte Facharbeiter, Vorrichtungen, Schmiedegesenke, Lehren und viele Spezialwerkzeuge. Nach Zeichnung werden auf der automatischen Brennschneidemaschine Rohteile aus 150 mm starken Stahlplatten ausgebrannt. Auf einer vollautomatischen Kopierfräsmaschine werden Schmiedegesenke gefräst. Eine Tastspindel überträgt vom Modell aus die Bewegung auf zwei Frässpindeln.
In einem besonderen Raum befinden sich zwei wertvolle Lehrenbohrwerke. Diese Maschinen arbeiten bei einer ständigen Raumtemperatur von 20 Grad Celsius mit einer Genauigkeit von 1000stel Millimeter. Die Feineinstellung erfolgt über optische Geräte. Bitte schön, treten Sie ein. Gleich hier am Eingang unserer mechanischen Bearbeitungsabteilung sehen Sie eine ganze Reihe hochwertiger, ein- und mehrspindeliger Bohrmaschinen. Auf vier- und sechs spindeligen Vollautomaten werden Vorkammern und Ventilführungen bearbeitet. Eine besondere Maschinengruppe wurde eigens zum Abdrehen der Schwungscheiben zusammengestellt. Jede Schwungscheibe wird nach der Bearbeitung ausgewuchtet und dann auf genaues Maß durch die Inspektion geprüft. Diese Halbautomaten führen der Reihe nach mehrere Arbeitsvorgänge an einem Werkstück aus. Zum Beispiel Bohren, Fräsen und Drehen. Modernste Präzisionsmaschinen sind erforderlich, um die Spiralverzahnung des Differentialantriebes herzustellen. Eine Sternnutenfräsmaschine. Zur Verzahnung der Kegelräder sind komplizierte Hobelmaschinen erforderlich. Die Vielzahl verschiedenartig gestalteter Zahnräder am Schlepper verlangt einen entsprechend großen Maschinenpark an Zahnradfräs- und Stoßmaschinen. Alle Maschinen, die Sie hier sehen, arbeiten mit peinlichster Genauigkeit.
Hier, mein Fräulein, halten Sie mal. Oh, ha, das ist aber schwer. Ist ja auch nicht vom Pappe. Alle Differentialantriebsräder werden von der Inspektion auf einer Einlaufmaschine geprüft. Hierdurch wird eine genaue Passung und ein geräuscharmer Lauf des Getriebes garantiert. In dieser Anlage werden Stahlzahnräder in mehreren Vorgängen gehärtet. Das Differentialtellerrad verlangt eine besondere Präzision und wird auf dieser Spezialvorrichtung gehärtet, die ein Verziehen des Rades unmöglich macht. Zur Durchführung der Warmbehandlung in der Härterei stehen genau regelbare Elektroglühöfen zur Verfügung. Überall sind Inspektoren eingesetzt. Diese Gruppe hat die Aufgabe, den Härtegrad der Stahlteile zu überprüfen. Denn danach richtet sich die Bruchsicherheit und Verschleißfestigkeit. Durch ein elektromagnetisches Verfahren kann selbst der feinste Riss festgestellt werden. Die gehärteten und geprüften Nockenwellen werden hier auf Maß geschliffen. An der Kopierdrehmaschine tastet ein Finger die Schablone einer Hinterachse ab und überträgt diese Form auf den Drehstahl. Anschließend wird die Hinterachse auf einer mehrspindeligen Maschine gebohrt. Das sind alles Getriebekästen, bis oben hin. Nachdem die Getriebekästen auf der Flächenfräsmaschine bearbeitet worden sind, kommen sie auf ein Vier-Wege-Bohrwerk. Über 60 Spindeln bohren Löcher in die Getriebekästen. Und mehr als 50 Spindeln schneiden anschließend die Gewinde. Ein Druck auf den Schaltknopf des Kommandopultes an der Transferstraße und die 178 Spindeln in den 11 Stationen werden in Tätigkeit gesetzt und bearbeiten vollautomatisch sämtliche Bohrungen in den Zylinderköpfen. Auf der Kurbelwellenfräsmaschine werden sämtliche Pleuelagerstellen vorgefräst. Die elektrische Induktionshärteanlage gibt den Lagerstellen die notwendige Härte. Auf einer Spezialschleifmaschine erfolgt die Feinstbearbeitung der Lagerstellen. Durch Bearbeitung auf diesem Feinstbohrwerk werden die Pleuellager auf genaues Maß gebracht.
vorsichtiges Abschleifen gibt den Pleuelen allen das gleiche Gewicht, was zum ruhigen Lauf des Motors wesentlich beiträgt. Sämtliche Pleuel werden nochmals sorgfältig geprüft. Die auswechselbaren Zylinderlaufbüchsen erhalten auf der hohen Maschine eine präzise und glatte Kolbengleitfläche. In dieser Montagehalle werden die Dieselmotoren aus den vielen Einzelteilen zusammengebaut. Einbau der Kurbelwelle. Die Stirnwand wird montiert. Die Nockenwelle wird eingesetzt. Anbau der Einspritzpumpe. Das Einsetzen des Zylinderlaufbüchsenansatzes mit Kolben und Pleuel. Die Einspritzpumpe wird reguliert. Und nun das Aufsetzen des vormontierten Zylinderkopfes. Im Motorenprüfraum wird jeder Motor eingefahren und einer vielseitigen Prüfung unterzogen. Zum Beispiel auf Drehzahl, Brennstoffverbrauch und Höchstleistung. Entschuldigen Sie vielmals, im Motorenprüfraum ist immer ein fürchterlicher Krach. Na, das kann man wohl sagen. Aber wo wir jetzt hingehen, ist es nicht mehr ganz so laut. In der Getriebemontage erfolgt auch der Einbau des Differentialantriebes, wobei ständige Messungen durch die Inspektion einen einwandfreien Lauf des Getriebes sichern. Nachdem das Hydraulikgehäuse aufgesetzt ist, kann der endgültige Zusammenbau des Schleppers erfolgen. Bretter werden von geschickten Frauenhänden komplettiert.
jetzt ein wichtiger Augenblick. Der Motor springt an und setzt nun die Hydraulik mit eigener Kraft in Bewegung. Mühelos hebt sie das Kontrollgewicht von 600 Kilogramm. Hier übrigens der Geburtsschein des Schleppers. In der Spritzkabine erhält der Schlepper seine bekannte rote, witterungsbeständige Harvesterfarbe. Auf gute haltbare Lackierung wird großer Wert gelegt. Ende der Montage erfolgt die Laufprobe. Bremsen, Gangschaltungen und Differentialsperre werden beim Lauf noch einmal überprüft. Ebenso die Hydraulik. Der Schlepper ist fertig und verlässt mit eigener Kraft die Montagehalle. Ein kurzer Blick in die Landmaschinenproduktion. In dieser Abteilung werden die fertigen Maschinen und Geräte nochmals von der Inspektion überprüft. Und jetzt wollen wir uns mal ansehen, wie Schneidebalken hergestellt werden. Alle Teile, die zu einer bestimmten Landmaschine gehören, werden vor dem Verpacken zunächst in besonderen Schablonen auf Packtischen ausgelegt. Hierdurch ist eine Verwechslung mit ähnlichen Teilen ausgeschlossen. Für den Versand nach Übersee werden die Schlepper in Kisten seefest verpackt. Ein Teil der in Neuss am Rhein hergestellten Maschinen geht ins Ausland.
Täglich verlassen viele Maschinen, per Zug, Schiff oder Lastwagen, das Neusser Werk. Gewusst hätte Erich, dann wäre ich auch gerne mal mitgefahren. Was kannst du noch haben? Gärtner macht morgen eine große Schleppervorführung. Das gucken wir uns mal an. Ja, ich vielleicht auch, wenn ich Zeit habe. Ah, du meinst, wenn deine Frau es erlaubt. Komm, komm, hör auf, warte nötig. Also ich fahre sowieso hin, weil ich meinen neuen Schlepper abholen will. Wieder mit Inge? Ah. Dann fahre ich auch mit. Prost! Prost. Na ja, scheint ja schon eine Familie zu sein. Wird ja höchste Zeit, dass er heiratet. Ja, deine Junggesellenzeit muss endlich mal ein Ende haben. Ja, finde ich auch. Nun wieder runter. Und jetzt sollen Sie mal sehen, was unser Schlepper mit seiner Archäomatik leisten kann. So, fahren Sie mal los. Bitte achten Sie mal darauf. Aus, was? Finde ich auch.
Schau mal. Und so stabil. Komm mal her, Inge. Ja, Rolf. Ja, fährt großartig. Lieber Erich, ich kann dir nur zu deiner Wahl gratulieren. Er wird dir sicher die Arbeit erleichtern. Ja, er wird Ihnen bestimmt viel Freude machen. Hier sind die Papiere dazu. Die halt doch mal und lass mich mal, Papa. Kind. Inge, sei vorsichtig, pass gut auf. Mord. Was sagt er zu meiner Tochter? Ah, du warst schon richtig. Ah, tüchtig, tüchtig. Hallo, Rolf! Inge! Buh! Ich habe